Puzzles Delicious. Heute habe ich ein ganz, ganz leckeres Rezept für euch. Es ist gesund, geht schnell, vitaminreich und eine absolute Resteverwertung. Was will man denn mehr? Und es ist sogar schon durch mehrere Tests von kleinen Kids durchgegangen. Auch wenn es jetzt am Anfang etwas kritisch sich anhört. Denn es ist eine leckere Möhrensuppe. Ich weiß, Möhrensuppe klingt nicht lecker, ehrlich. Also früher hätte man mich wahrscheinlich mit der Idee jagen können, aber dank des Thermomixes bin ich ja eh eine Suppenqueen geworden. Und ich mache aus allem, was geht, eine Suppe und kam dann mal auf die Idee mit den Möhren, weil, kennt ihr das? Öfters passiert es ja, dass man die Möhren unten im Kühlschrank vergisst und dann guckt man sich die Dinger an, die sind schrumpelig und sehen schon absolut appetitlos aus. So ging es diesen Möhren auch vorhin. Ich habe sie einfach geschält und jetzt in feine Stückchen geschnitten und zeige euch jetzt, was wir Leckeres daraus zaubern können. Als erstes, wir starten auch mal direkt los, habe ich hier eine Zwiebel, die schon mal geviertelt, und ein Knoblauchzehe, die geben wir in den Mixtopf. Und das Ganze wird jetzt für 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Jetzt geht es auch schon direkt weiter. Dann geben wir die Möhren hinzu und also das war jetzt quasi eine Packung Möhren, das heißt 1 Kilogramm ungeschältes Gewicht, das habe ich jetzt geschält und reingetan und eine Kartoffel. Und das Ganze wird jetzt auch für 3 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinert. So, jetzt nehme ich mir hier wieder so einen kleinen Spatel, mache alles vom Deckelrand weg. So viel ist es ja nicht, einfach hier die paar Reste, damit die unten mitgegart werden. Dann schieben wir alles nach unten. Dann fügen wir 1 Esslöffel Butter hinzu. Und dann wird das Ganze für 6 Minuten auf der Varoma-Stufe, Linkslauf, Stufe 1 gegart. So, die Zeit ist rum. Vorsichtig den Deckel wegtun. Jetzt habe ich hier 600 Gramm Gemüsebrühe. Dann fügen wir da ein bisschen Salz rein, aber nicht mehr so viel. Ich mache außerdem noch ein bisschen Pfeffer rein. Und jetzt kommt das Allerwichtigste und das ist auch genau das, was den Geschmack ausmacht. Jetzt benötigen wir noch einen Esslöffel Honig. Und Honig gibt genau den Wölchen den richtigen Geschmack. Da auch nicht sparsam sein. Ich gebe von diesen Honiglöffeln auch immer 2 rein. Und dann löst sich ja nicht alles ab. Das hier ist jetzt auch ein fester Honig. Wenn man flüssigen hat, dann geht das natürlich auch schneller. So ihr Lieben, an Zutaten war es das auch schon. Jetzt geben wir den Deckel wieder drauf und stellen den Thermomix auf 20 Minuten 90 Grad Linkslauf Stufe 1. So, es ist endlich geschafft. Ich habe jetzt übrigens in der Zwischenzeit, guckt mal, so ein bisschen mehr als eine Handvoll Petersilie. Im Moment gibt es ja keine frische draußen, deswegen habe ich jetzt hier eine aus dem Geschäft geholt. Entweder nehmt ihr frische oder ihr nehmt einfach diese Reiswürfelchen. Ich habe euch das schon mal, glaube ich, ich habe euch das in dem Gartenvideo gezeigt, A, wie ich die ernte und B, was ich danach mit damit tue, habe ich da erwähnt. Und habe es ja auch schon mal, ich glaube in irgendwelchen Suppen habe ich das auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass ich die in so Eiswürfelchen reintue, mit Wasser auffülle und die dann so einfriere und die dann so portionsweise rausdrücken kann. Das ist auch perfekt. Also den Bund nehme ich jetzt, die dicken Stängel habe ich schon mal entfernt und jetzt schneide ich das mit meiner Küchenschere einfach mal hier so ein bisschen kleiner. Ich nehme übrigens immer gerne die glatte Petersilie, ich finde die schmeckt ein bisschen, also ich mag diese, die andere nicht so, die schmeckt finde ich zu intensiv. Und da finde ich, hat die einen ganz milden Geschmack. Also das war jetzt hier ungefähr ein halber Bund von denen. Dann machen wir den Deckel drauf. Das Ganze wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Nicht auf Stufe 10,
dann bleiben nämlich am Ende noch so ganz kleine Stückchen und das ist super lecker in der Suppe. Fertig ist die Suppe generell. Jetzt können wir sie verfeinern mit Creme Fraiche. Wenn ich die Suppe für mich selber mache, mache ich Milch rein anstatt Creme Fraiche, aber jetzt fürs Video und fürs Rezept schmeckt es natürlich mit Creme Fraiche immer noch mal so ein bisschen. Ich mache ungefähr den halben Becher rein. Schmeckt das Ganze natürlich cremiger, das muss man ja mal ehrlich sagen. Aber ich finde, mit Milch schmeckt es auch gut. Also, probiert es einfach mal aus, was euch besser schmeckt. Und jetzt vermischen wir das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 6 ungefähr. Am besten immer den Deckel so öffnen. Die Suppe ist relativ cremig, deswegen ist hier auch jetzt nicht alles so flüssig. Und schon sind wir fertig. Ich finde, das ist alles in allem ein super einfaches Rezept, geht super schnell. Ich habe es eine Zeit lang auch zu oft zubereitet und hatte jetzt eine lange Zeit Pause und jetzt freue ich mich auch wieder total auf die Suppe. Dann richten wir das Ganze auch schon schön an. Sieht herrlich aus, wieder. Ich finde, die sieht sogar doch lecker aus, ne? Sieht gar nicht so schlimm aus. Jetzt können wir das Ganze garnieren mit frischen Petersilien. Blätterchen. So. Und ich würde sagen, ich darf das Ganze jetzt probieren. Für euch. Also ich weiß, dass es schmeckt, aber ich mache es natürlich nochmal. Zu gucken, ob auch wirklich alles gelungen ist. Sehr lecker. Es schmeckt einfach nur super lecker. Es ist so, finde ich, ein perfektes Frühlingsrezept, weil es leicht ist, passt, es geht ratzfatz, man will ja draußen das schöne Wetter genießen und nicht in der Küche stehen und stundenlang da irgendwas kochen. Deswegen finde ich, ist das ein super tolles Frühlingsrezept. Ich hoffe, ihr macht es nach und testet es mal und schreibt mir dann, ob es euch gefallen hat. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer sehr oder über irgendwelche anderen Wünsche, die ihr habt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!